Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, bin ich informiert worden, dass mittlerweile nicht nur eingegangen, sondern auch an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Entschließungsantrag von der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen ist. Deutliche Fortschritte bei der digitalen Ausstattung und der Pädagogik im Rahmen des Landesprogramms Digitale Schule Hessen für mehr Bildungsgerechtigkeit und individuelle Förderung. Drucksache 8580/20. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Top 70 und kann, wenn jetzt niemand widerspricht, mit Top 35 zu diesem Thema aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion Die Linke, zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes, Drucksache 8501/20. Und zur Einbringung des Gesetzentwurfs hat sich Frau Scheuch-Paschkewitz von den Linken gemeldet. 5 Minuten Zeit ist vereinbart. Bitte sehr. Na. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verehrte Gäste! Wir haben jetzt das 9. zu trockene Frühjahr in Folge. Einige Kommunen, wie z.B. die Hochtaunusgemeinde Königstein, haben bereits seit Wochen mit Trinkwasserknappheit zu kämpfen. Auch ohne die Prognosen der Klimamodelle verinnerlicht zu haben, müsste der Regierung auffallen, dass es dringend Handlungsbedarf zum Schutz von Trinkwasser gibt. Der Klimawandel wartet nicht darauf, dass die hessischen Ministerinnen und Minister endlich ihren Job machen. Wir müssen jetzt so schnell und so viel Trinkwasser wie möglich einsparen. Der Ersatz von Wasser in Trinkwasserqualität durch Fluss- und Niederschlagswasser, z.B. für die Bewässerung, ist dazu ein gutes Mittel. Trinkwasser für die Toilettenspülung darf in Zeiten des Klimawandels nicht mehr der Standard sein. Wie soll die Wiederverwässerung von Mooren oder die Aufforstung von Wäldern für den Klimaschutz gelingen, wenn wir weiterhin so verschwenderisch mit Wasser umgehen? Wir müssen Niederschlagswasser sammeln und da einsetzen, wo eine Trinkwasserqualität nicht erforderlich ist. Der lang geteilte Grundsatz, Wasser so schnell wie möglich in die Kanalisation einleiten zu lassen, ist falsch. Wir müssen aufhören, immer größere Abwasserkanäle zu bauen. Wir müssen Niederschlagswasser auf den Flächen halten, nutzen oder versickern lassen. Neubaugebiete ohne Brauchwassernetze oder Einrichtungen, die Niederschlagswasser auffangen, dürfen ab jetzt nicht mehr genehmigt werden. Und das muss jetzt für alle Kommunen gelten und nicht nur bei denen, die bereits mit Wassermangel zu kämpfen haben. Außerdem muss der Umbau im Bestand gefördert werden. Das will die Landesregierung auch, nur macht sie es nicht. In dem wasserwirtschaftlichen Fachplan werden viele gute Maßnahmen benannt. Es fehlt aber die Umsetzungsperspektive. Keine Meilensteine, keine konkreten Daten, was bis wann zu geschehen hat, keine Zuständigkeiten. Das ist wie mit dem Klimaschutzplan oder dem Gewässerschutz. Die Landesregierung produziert viele Papiertiger und PR-Aktionen, hat aber ein massives Umsetzungsproblem. Wenn wir dann konkret werden und die Pläne und Konzepte mit Fristen und Zuständigkeiten verbindlich machen wollen, lehnen Sie unsere Anträge ab, sowie unseren Antrag konkrete Sicherung der Lebensgrundlage Wasser. Schade. Die Zeit für Planspiele nämlich ist schon lange vorbei. Sie müssen endlich in die konkrete Umsetzung kommen, bevor wir anfangen müssen, Gemeinden mit Trinkwasser mit Lkw zu versorgen.
Um die Landesregierung zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben zu treiben, haben wir jetzt einen Aspekt unserer Forderung in einen Gesetzentwurf gegossen. Laut Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung soll, ich zitiere, die Einführung von Brauchwassersystemen in Industrie- und Wohnanlagen forciert werden. Wir haben diese beschleunigte Einführung in Hessen abgefragt. Die Antworten waren, die Umweltministerin weiß nicht, wie viele Brauchwassernetze es in Hessen gibt. Sie weiß nicht, wie viele Brauchwassernetze in ihrer Amtszeit in Betrieb genommen worden sind. Und sie weiß nicht, wie viel Trinkwasser sich schätzungsweise durch Brauchwasser ersetzen ließe. Sie kann aber sagen, dass 33 Kommunen ein entsprechendes Konzept positiv beschieden haben. Das, meine Damen und Herren, ist so viel wert wie 33 Likes. Ob die Kommunen nun auch Brauchwassernetze aufbauen, bleibt unklar. Was die Umweltministerin aber weiß, ist, dass die Kommunen zuständig sind. Das hat System. Immer wenn etwas schiefläuft, wie bei den Lebensmittelkontrollen, sind die Kommunen zuständig. Wie bei den Lebensmittelkontrollen liegt die Verantwortung für eine sichere Trinkwasserversorgung sicher nicht alleine bei den Kommunen. Aber diese müssen unterstützt werden. Letzter Satz, und zwar mit mehr als der Finanzierung von unverbindlichen Plänen. Wie beim Gewässer- und Klimaschutz der Energiewende bekommen wir von der Landesregierung zu hören, dass sie auf einem guten Weg seien. Auf welcher Basis sie das aber behaupten, wo sie doch nichts wissen, bleibt ihr Geheimnis. Ich kann nur auffordern, nehmen Sie die Klimakrise endlich ernst. Kommen Sie in Ihre Umsetzung. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Scheuch-Paschkewitz. Das mit dem Sätzezählen üben wir noch einmal. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Gagel zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ja, die Linke stellt ja nun auch einen Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes vor. Und dort heißt es unter A-Problem, der Klimawandel führt zu immer längeren und häufigeren Trockenperioden sowie einer Verschiebung von Niederschlagsmengen im Jahr. Im Sommerhalbjahr brauchen wir immer mehr Trink- und Nutzwasser. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, wo Sie das abgeschrieben haben, aber die allgemeine Formulierung Verschiebung von Niederschlagsmengen im Jahr beschreibt nur etwas, was sehr allgemeiner Natur sein kann. Vermutlich meinen Sie weniger Sommerniederschläge. Und wenn Sie das meinen, sind das meist lokal begrenzte Ereignisse, die im Flächenmittel wenig bringen. Also müsste es eigentlich bei Ihnen richtigerweise heißen, Klimaschwankungen führen mitunter auch zu längeren Trockenperioden. Die dann auftretenden Niederschlagsereignisse im Sommer sind meist lokal ohne Flächenergiebigkeit. Jetzt könnte ich Ihnen aufzählen, wie oft das in den letzten 150 Jahren vorgekommen ist. Und sicher ist, es ist oft vorgekommen. Seit 1881, dem Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen, ist auf Platz 1 der trockensten Jahre in Deutschland nicht das Jahr 2018, sondern, kleines Quiz, naja, Sie wissen es nicht, natürlich nicht, aber es ist das Jahr 1959 gewesen. Das war das trockenste Jahr seit 1881 mit 551,1 Liter pro Quadratmeter. Auf Platz 2, Sie dürfen noch einmal raten, verehrte Klimaexperten der Linken, das Jahr 1911. Das ist auch schon ganz schön lange her, da hat noch niemand über Klimawandel gesprochen. Und jetzt kriegen Sie noch eine Chance, das Platz 3. Auch nicht. Na, 1921, auch da gab es noch keine Linksfraktion, die grüner als die Grünen sein wollte. Das Platz 3 geht an 1921. Ja, und meine Damen und Herren, jetzt kommt es endlich. Das Jahr 2018 mit Platz 4 der trockensten Jahre in Deutschland seit 1881. Man sieht also sehr leicht, mit Klimawandel, meine Damen und Herren, hat Trockenheit nicht unbedingt etwas zu tun.
Und auch vor 1881 gab es schon extreme Trockenjahre. Ich habe es hier schon oft im Landtag gesagt, beispielhaft das Trockenjahr 1540, welches geschichtlich in seinen extremen Auswirkungen trotz fehlender expliziter Wetteraufzeichnungen gut überliefert ist. Das heißt also, das, was Sie hier als Problem beschreiben, ist eigentlich kein Problem, sondern es ist eine grundsätzliche Eigenschaft unseres Klimas und unseres Wetters. Gehen wir weiter im Text. Da heißt es, Starkregenereignisse überfordern die Kanalisation, führen zu Überschwemmungen, aber nicht zu mehr Grundwasserbildung. Liebe Klimaexperten der Linken, diese Feststellung ist trivial. Starkregenereignisse sind häufig lokal begrenzter Natur. Gerechnet auf Flächenmittel bringen sie keine großen Gesamtmengen. Zum Schluss kommen Sie zu einem Fazit Ihrer Phantom-Problembeschreibungen. In Ballungsräumen, aber auch in einigen ländlichen Kreisen steuern wir auf einen chronischen Trinkwassermangel zu. Diese hellseherische Krisenbeschreibung aufgrund Ihres Glaubens an eine Klimaapokalypse. Sie nehmen an, dass die Grundwasserneubildung mit der Entnahme dauerhaft nicht mehr Schritt halten kann und fordern daher verschärfte Vorschriften mit Wasser generell. Meine Damen und Herren, die Schlussfolgerungen der Truppe hier links von mir stehen auf so wackeligen Beinen, postulieren dauerhafte Trockenjahre für die Zukunft, und dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Wir haben ja heute Morgen über kommunale Wasserkonzepte gesprochen. Wir haben auch über den wasserwirtschaftlichen Fachplan gesprochen. Ich denke mal, da steht viel mehr Schlaues drin, als dass wir ein neues Gesetz brauchen. Sie wollen also jetzt mit Ihrer Problemlösung in Neubaugebieten Zisternen gesetzlich vorschreiben und ein gesetzliches Nutzwassernetz errichten. Im Gesetzestext steht sogar noch etwas schärfer drin. Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser und Grauwasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden. Herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren von den Linken. Wenn Ihre Ängste aus Ihrer Klimaglaskugel nun auch dazu führen, dass Bauen noch teurer wird, indem Sie damit weitere Bauvorschriften und Regularien einführen, dann haben Sie vollends die soziale Komponente, die Sie doch immer proklamieren, verloren. Das ist unverhältnismäßig, das, was Sie machen wollen. Sie schwurbeln doch immer etwas von bezahlbarem Wohnraum. Ja, aber wenn es konkret wird, bezahlbar ist für Sie nicht wirklich interessant. Arbeiter und Angestellte, die kein Staatsgeld beziehen und vor der Frage stehen, wie sie bezahlbaren Wohnraum erlangen können, sehen sich erneut mit links-grüner, dirigistischer Bürokratie zur Verteuerung von Wohnraumneubauten konfrontiert. Diese Personengruppe kann sich es heute schon nicht mehr leisten. Und wenn das durchgesetzt werden würde, was Sie fordern, dann würde es noch schlimmer werden. Herr Gagel, Herr Präsident, ich komme zum Ende. Die soziale Frage ist für die Linkspartei ja eh in den Hintergrund gerückt. Und wenn die sozial Schwächeren noch schwächer werden, weil die Linke mit ihrer Klimaumverteilungspolitik meint, sie müsste mal wieder die besseren Grünen sein, dann haben sie schlicht den Blick für unsere Menschen an der Basis verloren. Eine soziale Partei sind Sie ganz sicher nicht. Wir werden den Gesetzentwurf daher ablehnen. Vielen Dank. Danke, Herr Gagel. Für die FDP hat sich Frau Knell zu Wort gemeldet. Und wir beenden jetzt diesen Debattenbeitrag. Frau Knell, Sie haben es. Ich muss erst auf meine Höhe einstellen, das dauert immer. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es gibt andere Themen, wo man eine Schärfe reinbringen kann. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht bei diesem Gesetzentwurf. Die Linken geben uns die Gelegenheit, erneut über das wichtige Thema der Wasserversorgung in Hessen zu diskutieren. Und sie legen einen Gesetzentwurf vor, der das Ziel hat, mehr Trinkwasser durch Brauchwasser zu ersetzen. In der Problembeschreibung sind wir uns auch einig, der Klimawandel bringt Entschuldigung. Ich hatte Mittagessen. Nochmal. Der Klimawandel bringt längere Trockenperioden mit sich, Starkregenereignisse, die zu Überschwemmungen führen, aber nicht zu Grundwasserneubildung. Und deswegen gibt es schon jetzt Probleme mit der Trinkwasserversorgung, und zwar besonders im Ballungsraum.
Und Sie greifen damit auch ein Thema auf, was ja auch im schwarz-grünen Koalitionsvertrag beschrieben ist. Dort steht auf Seite 108, ich zitiere, die Kommunen sollten bei der Ausweisung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten den Bau eines Zweileitungssystems aus Trink- und Brauchwasser prüfen. Zitat Ende. Wir haben das Thema auch bei einer der letzten Debatten zur Wasserversorgung ja intensiv diskutiert. Und ich glaube, es ist eine wichtige Frage, wie die Nutzung von Brauchwassersystemen forciert werden kann. Und Sie schlagen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, vor, eine Sollvorschrift zur Nutzung von Niederschlagswasser und von Grauwasser im Hessischen Wassergesetz zu verankern. Bislang ist das eine Kann-Vorschrift. Und eine Sollvorschrift, wie Sie sie jetzt vorschlagen, ist per Definition eine mehr oder minder eindringliche Empfehlung eines Normgebers. Sie schreibt Tun oder Unterlassen für den Regelfall vor, von dem aber eben auch abgewichen werden kann. Und da kann man sich dann schon die Frage stellen, was das am Ende bringen soll. Denn die Kommunen können das natürlich schon jetzt regeln in den kommunalen Satzungen. Sie müssen sich nur bislang eben nicht dafür rechtfertigen, wenn sie es nicht tun. Und das ist der einzige Unterschied, den Ihr Gesetzentwurf machen würde. Die Gemeinden müssen rechtfertigen, wenn sie die Brauchwassernutzung nicht in der Satzung vorschreiben würden. Und wenn man sich den Gesetzestext durchliest, heißt es, die Gemeinden sollen durch Satzung regeln. Da sind sie auch wirklich nah dran, in die kommunale Selbstverwaltung einzugreifen. Und ob Sie damit erreichen, dass die Kommunen von der Möglichkeit, Brauchwassersysteme in den Satzungen zu regeln, stärker Gebrauch machen als bisher, das ist völlig unklar. Insofern bin ich sehr gespannt auf die weitere parlamentarische Beratung in der kommenden Zeit. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Ruhl zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf der LINKEN greift mal wieder viel zu weit. Es ist weder sinnvoll noch erforderlich, flächendeckend die Nutzung von Niederschlagswasser vorzuschreiben. Also in manchen Landesteilen, darüber haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen, kann es durchaus Sinn machen, Niederschlagswasser zu sammeln, um es z.B. als Betriebswasser in einem Zweitleitungssystem zu nutzen, insbesondere in den Bereichen, die auf Fernwasserbezug angewiesen sind. In anderen Landesteilen, die über ausreichend Trinkwasserquellen verfügen, ist es aber nicht notwendig. Und ich will das auch mal an ein paar praktischen Beispielen vielleicht deutlich machen, was da im Gesetzentwurf drinsteht. Wenn man zum Beispiel einen Supermarkt mit einer großen Dachfläche, aber praktisch keinen Wasserverbrauch hat, macht es keinen Sinn, dem vorzuschreiben, er möge das Niederschlagswasser sammeln und selbst wieder weiter zu nutzen. Oder ich nehme eine Lagerhalle eines Handwerksbetriebs, ebenfalls ohne Wasserverbrauch, große Dachfläche, kann ich das Niederschlagswasser ebenfalls nicht nutzen. Also von daher macht es auch keinen Sinn, das denen vorzuschreiben. Und hinzu kommt, natürlich ist es heute schon planerischer Standard, dass bei der Ausweisung eines Neubau- oder Gewerbegebiets die Behandlung des Oberflächenwassers mit beplant wird. Zum Beispiel über Regenrückhaltebecken für das gesamte Gebiet oder die Vorgabe der Regenrückhaltung auf der Fläche im Bebauungsplan. Dadurch wird ja bereits vermieden, dass bei Starkregenereignissen das Oberflächenwasser quasi ungebremst in die Kanalisation oder Oberflächengewässer abgegeben wird. Und hinzu kommt auch die Gebührengestaltung in vielen hessischen Städten und Gemeinden. Diese sehen oftmals als gesplittete Abwassergebühr neben einer verbrauchsabhängigen Abwassergebühr noch eine flächenbezogene Gebühr für die Flächen vor, die in das öffentliche Kanalnetz entwässern. Und das setzt bereits jetzt den Anreiz, wenn möglich, Oberflächenwasser von diesen Flächen zur Versickerung auf das eigene Grundstück zu leiten, um diese Gebühr zu umgehen. Das darf aber natürlich nicht dazu führen, dass Nachbargrundstücke vernässt werden. Und dann sehen Sie, das, was aktuell auch praktisch möglich ist, das wird auch bereits getan. Aber das, was in diesem Gesetz gefordert wird, schießt mal wieder weit über das Ziel hinaus. Das Gesetz ist daher nicht zustimmungsfähig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Ruhl. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ab jetzt wieder gegen Corona getestet werden kann, bis 20 Uhr. Und als nächstes hat der Abg. Schneider für die Fraktion der SPD das Wort. Jetzt aber.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer hätte das gedacht? Heute halte ich meine dritte Rede im Hessischen Landtag, und zum dritten Mal darf ich über das Thema Wasser sprechen. Man könnte also meinen, das Haus hat endlich festgestellt, was die SPD-Fraktion schon seit Jahren sagt. Wir müssen unser Wasser schützen und sparsamer damit umgehen. Haben Sie zwar viel zu spät festgestellt, aber Einsicht ist immer noch besser als Nachsicht. Danke, dass Sie das auch endlich verstanden haben. Wir sprechen hier in erster Instanz über einen Gesetzentwurf der Linken, der doch sehr knapp, kurz und doch sehr scharf formuliert ist. Ja, ich stimme Ihnen da voll und ganz zu. Wir müssen mehr Niederschlags- und Grauwasser nutzen. Man stelle sich das einmal vor. Wir spülen tagtäglich, wenn ich auf die Toilette gehe, unsere Exkremente mit Trinkwasser weg. Also jenes Wasser, was aufwendig gereinigt, geklärt und aufbereitet wurde, damit wir es trinken können. Und was machen wir damit? Wir verunreinigen es gleich wieder. Das sollte nicht Sinn und Zweck unseres kostbaren Trinkwassers in diesem Land sein. Laut HalNOK haben wir seit 2003 mit kontinuierlich trockener werdenden Sommern und damit mit einem höheren Verbrauch an Wasser zu kämpfen. Und dieses Frühjahr, also das Frühjahr 2022, war bereits viel zu warm und zu trocken. Das heißt, wir haben ein echtes Problem. Ein Weiter-so kann es also nicht mehr geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier vielleicht auch noch einmal der Hinweis an unsere südhessische Landesregierung. Ja, ich weiß, Sie sind ja quasi neu im Amt, so scheint es zumindest. Ein Weiter-so kann es nicht mehr geben. Das sage ich Ihnen noch einmal explizit, weil wenn ich den Ausführungen von Ihrem Parteifreund eben von der CDU zugehört habe oder an den Beweihräucherungsantrag aus Mitte März dieses Jahres erinnere, Sie erinnern sich, Drucksache 8125 aus 20, dann behaupten Sie gerade das Gegenteil. Deswegen freuen wir uns, dass zumindest jetzt erst einmal ein erster Aufschlag und Vorstoß gestartet wurde, um unseren Frischwasserverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig unser Wasser nachhaltig und langfristig zu schützen. Da tut es mir aber trotzdem irgendwo in der Seele weh, wenn ich den Gesetzentwurf der Linken lesen muss. Liebe Kollegin Scheuch-Paschkewitz, zu sehr hätte ich gehofft, dass Sie endlich die Realität des Lebens sehen und keine naiven und blauäugigen Anträge und Gesetzentwürfe mehr schreiben würden. Schade, ist das Thema doch viel zu wichtig. Aus Ihrem Gesetzentwurf werde ich leider nicht ganz schlau. Wer zahlt denn die Mehrkosten, die Sie da den Leuten auferlegen wollen? Nicht nur ökologisch, sondern sozialökologisch. Wo sind denn die Fördertöpfe vorgesehen, gerade wenn wir in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen? Sie sehen, Sie haben das nicht zu Ende gedacht. Klar, ich bin total auf Ihrer Seite, und die SPD-Fraktion begrüßt das ebenfalls, wenn wir gerade bei Neubauten darüber sprechen, eigenständige Nutzwassernetze im Haus oder meinetwegen auch im Quartier aufzubauen und der Zisterne ein Comeback zu prophezeien. Doch hier stellt sich immer noch die Frage, wie kann das realisiert werden? Deswegen freuen wir uns über einen guten und intensiven Austausch im Ausschuss und hoffen, dann eine zielführende Gesetzesänderung herbeiführen zu können. Und letzte Bemerkung, liebe Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen, auch Sie dürfen sich gerne an einer zukunftsorientierten Lösung beteiligen. Ich weiß, das ist neues Terrain für Sie, aber schauen wir mal. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Schneider. Für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen hat jetzt die Abg. Feldmeier das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!
Mir scheint, dass wir einen Stein ins Rollen gebracht haben mit dem Setzpunkt. Vor ein paar Wochen erst kam die SPD mit einem Gesetzentwurf, jetzt kommt DIE LINKE mit einem Gesetzentwurf zum Thema Wasser. Also es freut uns, dass Sie das Thema jetzt entdeckt haben. Und von daher erst einmal vielen Dank an der Stelle. Stimmt, da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich wollte es noch einmal erwähnt haben. Und wir uns darüber freuen. Also da brauchen Sie sich gar nicht aufregen, dass das Thema jetzt hier schön debattiert wird. Das integrierte Wasserressourcenmanagement ist ja nicht mehr so neu. Ist ja vor ein paar Jahren dieser Prozess angestoßen worden. Und der Zukunftsplan Wasser, der lag ja jetzt für die öffentliche Beteiligung aus, ist jetzt auch gekommen. Und er enthält ja auf, ich glaube, 176 Seiten vielfältige Maßnahmen. Und das integrierte Wasserressourcenmanagement ist unter anderem mit der Förderung von kommunalen Wasserkonzepten ja schon in der Umsetzung. Also Stichwort Umsetzung, da passiert schon was, meine Damen und Herren. Vielleicht noch mal an die Stelle der AfD. Also ich kann gerne noch mal aus der Logo-Kindersendung zitieren, was der Unterschied ist zwischen Wetter und Klima. Anscheinend haben Sie es immer noch nicht begriffen. Also von daher ist es jetzt auch nicht so unsympathisch, was Sie uns jetzt als LINKE als Gesetzentwurf vorgestellt haben. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden. Das ist ganz, ganz richtig so. Sie haben einen Aspekt jetzt rausgegriffen aus dem Zukunftsplan Wasser. Da geht es jetzt um die nachhaltige Regenwasserversickerung. Es geht um Brauchwassernutzung, zwei Leitungssysteme. Aber es ist eben nur ein Aspekt aus dem Zukunftsplan Wasser. Und über die Satzungen, die Kolleginnen und Kollegen haben es ja schon ausgeführt, ist es bereits jetzt schon möglich, das zu regeln, dass bei Neubauten eben auch die Regenwasserversickerung stattfinden muss und das Zwei-Leitungssystem. Also es ist im Prinzip auch nichts Neues. Wenn Sie jetzt wollen, dass das, und auch der Gedanke ist nicht abwegig, dass das bei Neubaugebieten jetzt auch gemacht werden soll in den Kommunen, muss man natürlich auch die Frage beantworten, wenn wir das jetzt den Kommunen vorschreiben wollen, wie das finanziert wird. Und deswegen bin ich auch froh, dass in dem Zukunftsplan Wasser, und die Ministerin hat es ja auch schon ausgeführt, jetzt geprüft wird, dass ein Wassercent in Hessen geprüft wird, weil wir brauchen für diese Maßnahmen einfach auch Förderungen, damit das dann auch umgesetzt werden kann. Das können wir, glaube ich, nicht den Kommunen vorschreiben, ohne zu sagen, wo die Förderung herkommen muss, meine Damen und Herren. Ja, der Zukunftsplan Wasser ist eben nicht nur auf die Städte und auf die Siedlungen beschränkt. Darauf möchte ich an der Stelle auch noch einmal ein Augenmerk richten. Es geht natürlich auch um unsere natürlichen Lebensgrundlagen, dass unsere Moore wieder vernässt werden. Es geht darum, dass in der Landwirtschaft die Böden eben auch Wasser speichern können. Es geht auch darum, dass der Wald so möglichst bewirtschaftet wird, dass Wasser gehalten werden kann und nicht abfließt. Also der Zukunftsplan Wasser ist wirklich sehr weitreichend, sehr umfassend. Und der Gesetzentwurf der LINKEN in diesem Fall, wie gesagt, ist nur ein Aspekt herausgegriffen, ein Aspekt, der jetzt nicht abwegig ist. Und von daher eine Geschichte, ein Aspekt. Die Landesregierung arbeitet an einem umfassenden Werk schon lange, an dem Zukunftsplan Wasser. Und die Umsetzung ist auch schon bereits erfolgt. Von daher wird gemacht, wird gehandelt in Hessen bei diesem Thema Wasser. Aber natürlich diskutieren wir auch über Vorschläge wie heute der LINKEN. Das ist doch ganz klar. Ja, meine Damen und Herren, beim Thema Wasser freut es uns, wie gesagt, dass es viele Vorschläge gibt. Umsetzung folgt oder ist schon erfolgt, beispielsweise mit der Förderung der kommunalen Wasserkonzepte in Frankfurt. Und im Übrigen, ich habe mir dieses kommunale Wasserkonzept auch mal als Frankfurterin ganz besonders angeschaut, ist genau das vorgesehen, was DIE LINKE dort eben fordert, den natürlichen Regenrückhalt in Neubaugebieten, aber auch die Nutzung von Brauchwassersystemen und
wir müssen auch dahin kommen, dass wir umbauen. Also es geht nicht nur um Neubau, sondern es geht auch darum, wir haben ja einen großen Gebäudebestand, dass wir überlegen, wie wir dort beispielsweise im Rahmen von Förderungen es schaffen, auch umzubauen, weil die meiste Stadt ist ja schon bereits gebaut. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich dann über die weiteren Beratungen und alles andere dann später im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Feldmeier. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsministerin Hinz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Schneider, ich freue mich ja, dass Sie sich so vehement auf das Thema Wasser stürzen. Finde ich gut, dass ich hier anscheinend einen Mitstreiter aus der SPD habe. Aber wenn Sie sich als neue Abgeordnete so in das Thema reinstürzen, dann sollten Sie vielleicht auch so den Verlauf von Debatten auch aus der letzten Wahlperiode ein bisschen nachvollziehen. Dann wären Sie nämlich darauf gestoßen, dass das Land zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels bereits in der letzten Wahlperiode einen breiten Dialogprozess angestoßen hat für das Leitbild eines integrierten Wasserressourcenmanagements Rhein-Main. Das ist bereits am Ende der letzten Wahlperiode fertiggestellt worden. Und da ist festgelegt gewesen, dass der wasserwirtschaftliche Fachplan in dieser Wahlperiode umgehend wieder in einem gemeinsamen Prozess mit Kommunen und Verbänden erarbeitet wird. Und dieser Zukunftsplan Wasser lag zur Anhörung 2 Monate aus. Und die Verbände haben sich sehr rege beteiligt. Und wir erwarten in Kürze die Auswertung. Und ich werde mich darüber freuen, wenn die Landesregierung in diesem Sommer diesen Zukunftsplan Wasser feststellen wird. Mit diesem Zukunftsplan Wasser unterstützen wir nämlich auch die Kommunen in ihrer ureigenen Aufgabe der Daseinsvorsorge für den Trinkwasserschutz. Und das ist nun einmal auch rechtlich festgelegt, sehr geehrte Abgeordnete von den LINKEN. Es ist rechtlich festgelegt, dass die Kommunen dafür zuständig sind. Aber natürlich unterstützen wir sie da gerne und wollen ja auch aufzeigen, wo in Hessen besonders regionaler Handlungsbedarf besteht. Und deswegen fördern wir die Kommunen, wo immer es möglich ist, durch kommunale Wasserkonzepte. Hierfür erhalten sie nämlich eine finanzielle Förderung. Und mit diesen Wasserkonzepten werden die zu erwartenden Entwicklungen in der Kommune prognostiziert. Es werden Chancen und Risiken für die Versorgungssysteme ermittelt, z.B. zur Betriebswassernutzung oder zur Optimierung von Verbund- und Wassergewinnungssystemen. Und auch bereits jetzt haben die Kommunen die Möglichkeit, per Satzung festzulegen, welche eigenen Regelungen für Brauchwassersysteme sie schaffen. Da würde der Gesetzentwurf fast nichts ändern. Deswegen halten wir das im Moment auch nicht für einen sinnvollen Weg, das in dieser Form singulär im Hessischen Wassergesetz zu verankern. Wir prüfen stattdessen gerade rechtlich und gutachterlich sowohl mit der Bundesebene als auch auf Landesebene durch den Zukunftsplan mehrere Möglichkeiten, welche und wie neue Erkenntnisse im Wassergesetz dann umfassend verankert werden können. Aber dafür brauchen wir auch Erfahrungen aus diesem Zukunftsplan, z.B. was die Versickerung von Niederschlagswasser angeht oder aber auch die Einführung eines Wassersens. Das muss dann in einer gemeinsamen Reform münden, weil nur dann wird ein Schuh draus, nur dann ist die Sache am Ende auch wirklich rund. Wir brauchen, ja, wir wissen, dass wir den Klimawandel haben und dass wir ihm begegnen müssen, aber es braucht umfassende Lösungen, aber auch passgenaue Lösungen für die Begegnung der Klimakrise. Und deswegen machen wir keine halben Sachen, sondern wir machen die richtigen Schritte zur richtigen Zeit. Denn wir sorgen dafür, dass es in Hessen immer genügend sauberes Wasser gibt. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Wir sind jetzt am Ende der ersten Lesung angekommen und überweisen den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE mit der Drucksache Nummer 20-8501 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den ULA.